Und da sind wir auch schon wieder zurück und ich habe die Folge gegengeguckt und ja, es passt. Ich habe es jetzt noch ein kleines Stückchen hochgeschraubt, einfach um auch die letzten kleinen Fehler auszumerzen. Und damit bewegen wir uns ins Qualifying. 16. oder besser, gäbe uns 38.000. Ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht. So, weiche Reifen, sehr schön. Und Stufe 2 fürs Qualifying. Immerhin. Wenn auf weichen Reifen fahren, sowieso. Ja, das ist ja klar. Wetter bleibt, wie es ist. Es wird kein Wasser sein. Es wird. So, Konfiguration. Wow, das gefällt mir. Das gefällt mir, Freunde. Das gefällt mir. Zum Qualifying. So. Jetzt ist die Frage: Schicken wir gleich unsere Autos los oder warten wir, bis ein bisschen mehr Haftung auf der Strecke ist? Wisst ihr was? Wir warten mal ganz kurz. So, lassen wir mal die ersten rausfahren. Ich warte mal bis so. Ah, so 10 Minuten. Dann gibt es ein bisschen mehr Bodenhaftung schon mal. Sie steigt gerade, das ist schön. Ja, jetzt schicken wir den ersten los. Auf geht's. Und auch dich schicken wir los. Weiche Reifen, du kriegst frische weiche Reifen. So, zack. Und los geht's. So. Ich bin mal gespannt, ob wir mit unseren guten Konfigurationen, die wir jetzt haben, einigermaßen eine akzeptable Zeit hinbekommen. Wir müssen uns daran orientieren, was die ersten fahren. Also 1:12er Zeit. Okay. Also ich sag mal, wenn wir 1:14er hinbekommen, sind wir gut. Wenn wir 1:14er hinbekommen. Was ich jetzt nicht weiß, aber. Nee, schaffen wir nicht. Zumindest Wasiljewitsch kriegt es nicht hin. 1. Oh. Nee. 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 Das können wir so nicht machen, Freunde. Das können wir so nicht machen. Mit den Zeiten will ich mich hier nicht im Training blicken lassen. So, beide in die Box. Zack. Schicken die gleich nochmal. Das geht so nicht. Sind halt schon sehr angefahren. Weiß nicht, ob es hinkriegt. Du darfst gleich nochmal so und so. Und Leute, ich will jetzt was sehen. Ich will jetzt was sehen. Ah, es kann ja nicht sein, dass wir so hart hinterherhängen. Ah, ja. Wirklich, das kann doch nicht sein. Oh, überhitzt und gut. Überhitzt und gut. Eieieiei. Jetzt gucken wir einfach mal. Aber. Aber. Oje. Freunde, das kann nichts werden. Nee, das sehe ich schon. Da wird nichts mehr rauskommen. Aber. 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 Ja, das ist. Da brauchen wir uns gar nicht mehr drum bemühen. Das wird nix. Das wird nix. Also heißt es im Rennen drauf hoffen, dass andere Fehler machen vielleicht. Ich weiß es nicht. Freunde, ich weiß es nicht. Ehrlich. Das wird halt nix, ne? Da brauchen wir gar nicht mehr versuchen. Das wird nix mehr. Also erstmal runterlaufen. Das sind 1,5 Sekunden zum nächsten Platz. Das ist leider nicht machbar. Da lassen wir die Uhr runterlaufen jetzt. Und beschäftigen uns dann lieber gleich mit dem Rennen. Da brauchen wir nicht uns drüber unterhalten, klar. Also ich habe damit gerechnet, dass wir es nicht schaffen werden, ja, aber dass wir so da hinten dran hängen, das ist schon bitter. Das ist schon echt bitter. Aber gut.
So ist es nun mal. Chapman hat die Frau Holz noch überholt. Das ist jetzt leider so. Ja, 1-12-004. Boah. Das sind Zeiten, Freunde, von denen träumen wir. Wenn wir hier wären, in diesem Bereich, wäre ich schon glücklich. Bei dem 1-14er Bereich, aber wir hängen momentan mit. Ja, genau. Moment. Alles klar. Der Herr Kavri möchte gerne Vasiljevic heiraten. Ist okay. Gut. Wir bewegen uns ins Rennen. Ganz ehrlich, Freunde. Wir erwarten nichts. Aber wirklich nichts. Aber. Halt, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich. Für die harten Reifen. Ich habe sowieso nicht vor. Die Fahrzeugkonfiguration, die lassen wir. Sie haben mir nicht zu sagen, wie ich fahren soll. Korrekt. Hast du vollkommen recht, Junge. Du darfst fahren, wie du willst. Er fährt selber. Wir werden sehen, was dabei rauskommt, wenn er selber fährt. Ich bin wirklich gespannt. Oh, wow, 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 wow. Da ist aber einer mal richtig abgeflogen, ey. Also ganz ehrlich, wenn der Junge so weitermacht, dann darf der in Zukunft immer alleine fahren. Ha! Dann werde ich dem ja gar nichts mehr sagen, ey. Oh, jetzt ist es aber kritisch. Jetzt steckt er da mittendrin in der Kacke. Steckt er da aber wirklich mittendrin? Ja gut, und schon ist es wieder vorbei, ne, mit deinem Höhenflug. Ich warte jetzt ab, was er macht. Ich bin mal gespannt, wir konzentrieren uns ein bisschen auf Tara, glaube ich. Ich glaube, wir konzentrieren uns mal wirklich auf Tara. Beim Pavel konzentrieren wir uns nur darauf, wenn er in die Box muss, weil dann müssen wir ihm natürlich helfen, das ist ja klar. Er darf eigenständig fahren. Das ist okay. Vasiljevic. Oh, wieso habe ich denen den Soft-Reifen gegeben? Bin ich denn doof? Du brauchst gar keinen Funk einsetzen hier, Freundchen. Ja, nehmt euch doch bitte gegenseitig den Platz weg. Das gibt's doch wohl nicht. Ich weiß nicht, was er vorhat. Will ich Tara sagen, dass sie Vasiljevic durchlassen soll? Eigentlich nicht, nö. Nö, eigentlich nicht. Nö. Möchte ich ihr eigentlich gar nicht sagen. Die sollen es unter sich ausmachen, die zwei. Ich bin ja dafür, dass man tatsächlich in manchen Situationen Stallorder benutzen kann. Aber im Grunde genommen sollen die einfach einen gesunden Konkurrenzkampf ausleben im Team. Wer weiß, wie lange wir die Fahrer haben. Ja, wir gucken uns das jetzt erstmal. Oh, Moment, da fällt mir ein. Zack, wir beschleunigen das Ganze mal. Und gucken mal, was unsere zwei Fahrer hinbekommen. Tara fährt jetzt deutlich bessere Zeiten. 24. Ja. Schön. Da zieht sie vorbei, die Tara. Gefällt mir. Gefällt mir. Also momentan sieht es doch tatsächlich... Oh. Deutlich besser aus, was dieses Rennen angeht. Au. Oh, und Vasiljevic geht auch vorbei. Ich meine, es ist okay. Jetzt überholen sie sich wieder gegenseitig. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, wenn die zwei sich
ganz ehrlich, wenn die zwei sich versuchen oder gegenseitig durchziehen. Oh, was war denn das von Vasiljevic? Da hat er sich mal richtig ausgebremst selber. Und Tara versucht es weiterhin. Die Reifen sind ziemlich kühl, Leute. Sind sie tatsächlich? Okay, dann fahren wir ein bisschen aggressiver. Komm, du darfst jetzt mal generell ein bisschen mehr rausholen. Vielleicht kriegen wir die Reifen dadurch ein bisschen wärmer. Weiß es nicht. Bleibt mal abzuwarten. Sie fährt jetzt auf jeden Fall eine gute Rundenzeit. Also natürlich nicht im Vergleich zu davor, weil das wird nicht funktionieren, aber... Egal, egal. Wir kämpfen, wir kämpfen. Reifen werden aber tatsächlich nicht wärmer. Also wir ziehen relativ einsam da die Kreise jetzt. Nach vorne hin guten Abstand, nach hinten hin eine kleine Lücke. Junge, du willst doch selber fahren, du brauchst gar keine... Also, Entschuldigung, aber du brauchst hier keine Ansagen machen, Junge. Du willst eigenständig fahren, dann tu das auch. Also, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ja. Das ist eine Frechheit, dass er jetzt hier Unterstützung haben will. Er wollte eigenständig fahren, dann soll er das auch bitte tun. Wir werden ihm da jetzt nicht reinreden. So, die Tara holen wir diese Runde rein, würde ich sagen. Die kriegt dann harte Reifen. Teilezustand, müssen wir irgendwas reparieren? Ja, wir müssen hier schon anfangen, dran zu denken. Wobei ich eigentlich... Nö. Ganz ehrlich, nö. Nö, nö, nö. Schalten wir mal ein bisschen runter. Jetzt darf der gute Kollege nächste Runde reinkommen und auch harte Reifen bekommen. Wie sieht es hier mit dem Teil? Ja, das sieht ja gut aus. Also Freunde, da brauchen wir ja nichts machen. Sollen wir mal einen riskanten Boxenstopp eingehen und 2 Sekunden sparen? Nö, die sparen wir jetzt nicht. Guter Boxenstopp immerhin, okay. So, jetzt warten wir mal ab. Sievic muss jetzt rein. Er fährt auf seine eigenen Kosten. Das kann er machen, wie er möchte. Mal sehen, ob er was rausbekommt oder nicht. Zing, zing, zing. Reifen sind gut. Alles klar. Und in die Box. Und da wird er schon überrundet. Wir haben es immerhin bis in Runde 12 oder 13 besser geschafft. Bis wir überrundet werden. Das darf die auch gerne mehr aus dem Motor wieder rausholen. Reifen müssen wir jetzt mal lassen. Jetzt überholen sie sich wieder gegenseitig. Ah, die zwei. Die machen mich fertig. Jetzt schont er die Reifen. Interessant. Er schont jetzt die Reifen, holt aber aus dem Motor mehr raus. Weiß ich zwar nicht, was er damit bezwecken will, der Pavel, aber... Ich warte jetzt mal geduldig ab. Ja, schade. Der Rest des Feldes ist halt am anderen Ende des Feldes. Also am anderen Ende der Strecke. Oben rechts auf der Minimap könnt ihr es erkennen. Platz 18 ist circa eine Viertelrunde vor uns. Das wird halt nicht viel werden. Das ist sogar mehr als eine Viertelrunde, das ist mittlerweile eine halbe Runde. Aber wenn Tara jetzt eine ganz gute Runde gefahren ist, er will von uns
Anweisungen haben und will aber auf der anderen Seite komplett eigenständig fahren. Also das funktioniert halt auch nicht, was er da tut. Aber nun gut, ich meine, das soll er machen, wie er möchte, ne? Also Runde 17, für uns gerade mal Runde 16. Ha. Es wird alles leider nicht so, wie wir uns das gerne wünschen würden. Jetzt gucken wir mal, wie lange unsere Reifen halten. Wie viele Reifen sind jetzt die Tara schon damit gefahren? 6 Runden und sie hat 20% verloren. Die Reifen aus. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich kann dir jetzt nicht sagen, dass du aggressiv fahren sollst, sonst sind deine Reifen gleich wieder runter. Wir werden sowieso nichts mehr holen hier. Wir müssten halt so viel Zeit rausfahren, dass es sich lohnt für einen weiteren Boxenstopp. Das ist halt das, was nicht funktioniert. Pavel 1,23,2. Ja gut, ich meine, theoretisch fahren sie nicht schlecht, die zwei. Sebastian, fahr so, ist okay. Versuchen wir einfach mal mehr rauszuholen. Klasse, Platz 4 wieder entrundet. Tara 1,23,3, Pavel 1,23,1. Wir fahren halt keine konkurrenzfähigen Zeiten. Leider Gottes. Fahren wir nicht. Brauche ich auch keinen von euch erzählen, das wisst ihr. Mich allerdings interessieren würde, wäre, wie schnell wir. Das ist halt die Frage. Wir haben 32 Millionen, wir werden aber jedes Rennen Geld verlieren. Und zwar nicht wenig. Also 22,9 von Tara, okay. Und das halt wirklich nicht wenig. Jetzt ist natürlich die Frage. Was passiert, wenn ich auf Angreifen stelle? Ich stelle mal einfach auf Angreifen. Vielleicht werden die Reifen mal wärmer. Ja, jetzt 22,8. Also es fährt tatsächlich ein bisschen bessere Zeiten jetzt. Wir sollten irgendwie Erfahrung bekommen als Teammanager auch vor allen Dingen. So dass wir eventuell eine gute Stütze sind. Tara, ja, die fährt. Oh, 1,22,2. Das ist gar nicht so schlecht. Pavel 1,23,0. Also die kriegt jetzt Pavel auch noch. Die Tara, würde ich meine, die muss dann einmal mehr in die Box. Da werde ich nicht viel machen können, leider. Aber die fährt hier schon ein ordentliches Tempo jetzt. Also für unsere eigenen Maßstäbe. Ah, jetzt hat sie Zeit verloren. Okay. Kommt dann Vasiljevic nicht vorbei. Jetzt kriegt sie auch noch gleich blaue Flaggen. Das ist jetzt natürlich alles andere als schön. Jetzt gucken wir mal, wie viele Runden sie gefahren ist. 13 Runden gerade mal mit denen. Nee, das ist nichts, das können wir nicht machen. Also, es werden maximal jetzt noch so 16 Runden, ne? Und das können wir halt echt nicht machen. Also, das ist was, so oft können wir gar nicht in die Box, wie wir da müssten eigentlich. Also, so oft können wir halt wirklich nicht in die Box, wie wir es dafür müssten, theoretisch. Ah, jetzt gucken wir mal, vielleicht schafft sie. Also, wenn sie mal eine 1,21er fährt, dann wäre ich gar nicht unzufrieden. Oder fährt sie schon die 1,21? Zwar eine hohe 1,21, aber eine 1,21. Also, da kommt schon was raus bei. Oh, da fliegt sie voll von der Strecke. Das war mein Fehler, aber ja, ist okay, passiert. Jetzt gehst du aber wieder eine Stufe runter, bitte. Weil wir wollen die Reifen noch ein bisschen noch. Ich würde sie gerne noch bis in Runde 30 eigentlich halten. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert oder nicht.
Noch können wir, noch können wir. Jetzt gucken wir mal, was den Zustand der Teile angeht. Ja, da müssen wir jetzt reparieren, wenn sie in die Box kommt. Da werden wir alles reparieren, bis auf die... weiß nicht. Ah, die Reifen gehen noch. Die gehen noch. Also wir können die 20 Runden mit den Reifen voll machen. Und dann können wir zum Ende vielleicht noch die... weiß nicht, vielleicht sogar noch die Soften draufziehen. Wenn wir ein bisschen sparen, können wir am Ende vielleicht sogar softe Reifen draufhauen. Dann wäre das gar nicht so schlecht. Also sie fährt jetzt nicht schlecht. Sie wird eigentlich ganz gute Zeiten, 1,22,5. Ist okay. So, die Runde noch und dann darfst du rein. Du hast sogar noch länger Zeit, das ist schön. Die Runde noch, Schnuckel, und dann darfst du in die Box. So, und fährt sie nochmal, ja, sie fährt nochmal 1,21,9, gefällt mir gut. Sie kriegt nochmal harte Reifen. 70%, 66, 76, 67, 67, 78. Machen wir. Machen wir. Ist okay, müssen wir machen. Die wichtige Frage ist, eigentlich sollten wir in unsere Zuverlässigkeit gar nichts mehr reinstecken, sondern wir sollten neue Teile bauen, die reinklopfen und wenn wir die haben, dann die verbessern in der Zuverlässigkeit, weil ansonsten wird das gar nichts. Also so wäre jetzt meine Intention, was das angeht. Schön, Reifenwechsel, Fehler, Fehler, Fehler. Oh, schlecht. Das mit den Bremsen hat viel zu lange gedauert. So, okay. Du fährst jetzt bitte normal. Kannst ein bisschen was raushauen, aber du fährst bitte normal, denn wir wollen die Reifen ein bisschen behalten jetzt, Mädel. Wie lange ist sie jetzt mit den Reifen gefahren? Hat sie die 20 Runden? Sie hat 21 Runden damit gefahren. Wenn wir jetzt mit denen auch 21 Runden hinkriegen, können wir am Ende dann sogar ihr weiche Reifen geben. Dann kann sie nochmal voll durchklopfen. Pavel da vorne, der kriegt leider auch nichts hin. War ja nur, also nur in Anführungszeichen 17 Sekunden, ne, hinter Vidal hängt. Was jetzt nicht sonderlich viel ist eigentlich. Hat sie allerdings softe Reifen geholt, der kleine Drecksack. So, die Tara, die lassen wir jetzt, wie gesagt, mal drauf losfahren. Vasiljevic, wie lange fährt der schon auf den Reifen? Der fährt jetzt schon 21 Runden. Jetzt lassen wir den noch, wo ist denn der gerade? Lassen wir den noch eine Runde. Ja, eine Runde könnten wir noch, ne? Eine Runde könnten wir noch. Eine Runde könnten wir noch. So, jetzt in der nächsten Runde kommst du rein. Jetzt ist die Frage, geben wir ihm weiche Reifen? 23 Runden, er fährt auf eigene. Wenn ich ihm jetzt die harten gebe, schafft das nicht bis ins Ziel. Wenn ich ihm jetzt weiche gebe, sind noch 8 bis 10 Runden drauf. Wir testen das jetzt mal und lassen ihn jetzt mal einfach fahren. Bis die Reifen so bei, weiß nicht, 15% sind oder sowas. Wir lassen ihn jetzt mal fahren. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt, wenn er so lange halten kann, dann wäre ich nicht traurig drüber, das sage ich ganz ehrlich. Wenn er die Reifen jetzt noch 3-4 Runden hält, wir sind Runde 36. Mit viel Risiko könnten wir ihn bis ins Ziel bringen mit noch einem Boxenstopp jetzt. Deine Rundenzeiten leiden, ne? Das ist halt so. Tut mir leid, ist halt leider so. Deine Rundenzeiten leiden auch einfach darunter, dass wir kein konkurrenzfähiges Auto haben. Aber das ist egal. Also, okay, jetzt sind sie im roten Bereich. Das heißt, wir müssen ihn jetzt dann doch reinholen. Im roten Bereich. Er ist jetzt 25 Runden mit den Reifen gefahren. Es sind noch 5. Ganz ehrlich, wenn er jetzt...
Okay, das muss repariert werden, das muss repariert werden, das muss repariert werden, das und das, du nicht. Risiko. Ach, wegen 2 Sekunden, ich weiß nicht echt. So. Wir geben ihm den Boxenstopp. Und unsere Tara, die wird es leider nicht schaffen. Glaube ich. Hier was mehr rausholen. Aber willst du mehr rausholen? Das ist die Frage, Mädel. Willst du mehr rausholen oder nicht? Das ist eben die Frage. Will man mehr rausholen oder nicht? Oder will man jetzt versuchen, das Ding einfach ins Ziel zu bekommen? Was mir theoretisch lieber wäre. Aber... Ah, der fällt jetzt auf aggressiv, auf angreifen. Ja, super. Der will unbedingt die Tara holen. Wisst ihr was? Komm, dann scheiß drauf. Dann machen wir das jetzt halt auch. Ob wir wollen oder nicht, es bringt uns sowieso nichts. Also lassen wir sie halt beide auf Angriff fahren. Na, guck mal. 1,21,5. Wow. 1,20,3 fährt der jetzt mal kurz. Jetzt macht er aber eine Ansage, der Pavel. Jetzt macht er aber eine Ansage. Ich würde mal die Zeiten interessieren. 1,19, 1,18, 1,19, 1,20, 1,20, 1,21. In 1,21 könnten wir uns so um die Top... Naja, können wir nicht. Nee, die fahren alle 1,20er Zeiten. Wobei 1,20 hat er... Oh, Pavel, 1,19. Zumindest 1,19 könnten wir vom Tempo her tatsächlich irgendwo hier mitfahren. Und es ist schade, dass das leider so nicht möglich ist. Echt schade. Das ist halt vom Auto her leider nicht möglich, dass wir damit fahren. Jetzt kommen wir versuchen, jetzt die Tara auch auf eine 1,20 zu pushen. Oh, 1,19 schon wieder von Pavel. Fällt mir gut. Also ich meine, die Zeiten sind nicht die besten, die wir fahren, aber wir können für unsere eigenen Ansprüche sehr gute Zeiten fahren. Ah, Tara, neue Bester in Sektor 2. 1,20,9, also immer eine 1,20. Immerhin. Da habe ich noch die Kurve gekratzt. Ja, ist halt so. Aber Chapman muss in die Box, weil er Probleme mit den Teilen hatte. Wahrscheinlich die Reifen. 1,20,1, das ist schön. Also da freue ich mich für sie. Dass sie da wirklich eine Top-Zeit jetzt noch hinlegt. Ja, und so wird halt auch Wasijewitsch nicht an ihr vorbeikommen. Das ist auch ganz klar. Ja, sie schafft eine persönliche Bestzeit im Sektor. Ah, schön. Aber was der Pavel... Ah, neue Bestzeit ist 1,19,6. Also, oh, nicht schlecht, was die hier fahren, die zwei. Wie viele Runde haben wir denn? Hm. Schwierig. Tara? Oh, schafft nochmal eine neue persönliche Bestzeit. Und dann fliegt sie aber ab. Uiui, da ist sie aber abgeflogen. Pavel 1,19,5. Okay, okay, okay. So, gegen Ende jetzt. Jetzt sollten wir sie noch mit den Reifen kurz runterjagen und dann müssen wir am Ende sowieso den Sprit umstellen, leider. So, lassen sie noch. Ja, ich würde sagen, wir lassen sie jetzt noch die Runde fahren und holen sie dann in der nächsten rein.
Das sollte dann schon funktionieren. Jetzt kriegt sie blaue Flagge. Gut, damit hat sich das eh erledigt. Die Runde lassen wir uns jetzt aber, wie gesagt, noch fahren. So, und jetzt geben wir weiche Reifen. Teile sind bis... Oh, sind nicht in Ordnung. Gut. Müssen wir machen. Jetzt fährt sie das hier. So, du kommst bald in die Box, aber noch nicht. Oh, jetzt 14,8 vom Wechsler. Das sind üble Zeiten. Das sind üble Zeiten. Also da können wir einfach nicht mithalten. Ist halt so. So, die Tara ab in die Box. Erstmal reparieren. Schön. Und kein Fehler hier. So. Pariert. Jetzt hoffen wir, dass sie mit den Reifen ins Ziel kommt. Ah, sie kann wieder ein bisschen aus dem Motor rausholen. Sehr schön. Der ist jetzt komplett runtergegangen. Wahnsinn. Den müssen wir aber auch bald in die Box holen. Da kommen wir nicht drum herum. 6% pro Runde, das ist hart. Da müssen wir auf konservativ. Ne, wir lassen sie mal normal fahren. Komm, wir lassen sie mal normal fahren, bis wir an die Grenze stoßen. Schade, wenn er normal gefahren wäre. Also jetzt wirklich auf schonend gefahren wäre. Dann hätte er durchfahren können. Oh, da hat jemand Probleme mit den Teilen, habe ich gerade gesehen. 4, die Zoe Sharp, die hat... Oh, Probleme. Die hat Probleme, die gute Frau. Mal sehen, ob sie das durchhält. Wir können leider nicht... Können wir noch weiter rauszoomen? Wir können noch weiter rauszoomen. Können wir eigentlich eine freie Kamera machen? Nein, können wir nicht. Datenzentrum. Guck mal hier rein. Sehen wir da zufällig... Zeiten. Schnellste Runde. Also wir gucken mal, was die schnellsten Runden sind. Schnellsten Runden. Mittlerer 1,19er Bereich. Damit sind wir tatsächlich schneller als zum Beispiel der Herr Woodford. Aber wir hängen halt sonst komplett hinten dran. Da können wir nicht viel mitmachen. Gut. Können wir nicht viel mitmachen. Ist halt so. Noch näher dran können wir nicht. Schade. Wir gehen mal wieder zu unseren Fahrern zurück. Er haut jetzt nochmal was raus, so wie es aussieht. Oh, die Tara, 1,19,495. Gut, okay. Da geht noch was, ne? Klar. Da geht jetzt gegen Ende natürlich noch was. Ich bin gespannt, ob Pavel noch was raushängt. Wäre er normal gefahren, hätte er damit locker ins Ziel kommen können. So allerdings wird das nichts und wir müssen ihn nochmal in die Box holen. Es tut mir leid, es so sagen zu müssen, aber wir müssen es tun. Reparieren werde ich jetzt nichts mehr. Wir gehen jetzt auf einen riskanten Boxenstopp. Ich muss ihn nochmal reinholen. Es bringt ja leider nichts. Er darf selber entscheiden. Keine Frage. Ist auch völlig in Ordnung, aber... Bringt halt nichts, wenn er die Reifen kaputt fährt. Dadurch hat er sich selber das Rennen kaputt gemacht. Oh, da passiert auch noch ein Fehler beim Boxenstopp. Oh. Jetzt geht er natürlich auf Angriff. Er will die Tara noch unbedingt haben. Da geht es ums teaminterne Duell. Da geht es ums teaminterne Duell. Mal sehen, ob er die Tara noch kriegen kann. Jetzt auch aggressiver fahren. Es sind eh nicht mehr so viele Runden. Ne? Tara 1,19,4. Ich bin jetzt mal gespannt, was Pavel da noch rausholt aus dem Auto. Bin echt gespannt, ob er da noch eine neue Bestzeit irgendwie hinbekommt im Sektor. Tara fährt schon beim zweiten Sektor eine persönliche Bestzeit und auch Pavel.
Tara über die Ziellinie 1.18.5. 1.18.0 von was? Von Pavel. Boah. Das ist ein Brett. Das ist plötzlich ein Brett, Freunde. Ganz ehrlich, das ist plötzlich ein Brett von ihm. Also, das ist tatsächlich echt mal ein Brett. Oh, zweiter Sektor schon wieder eine Bestzeit. Von Pavel, der jetzt hier sogar zum Überholmanöver ansetzen könnte. 1.17.9, also glatte 1.18 im Prinzip gefahren. Das ist stark. Das ist stark. Gut, Rennen ist jetzt vorbei. Da kann ich nochmal. Wobei, ja, da vielleicht. Ne, keine neue Bestzeit von ihr. Von Pavel auch nicht mehr. Der aber mit dem 12. hier mithalten kann jetzt gerade auf weichen Reifen. Der übrigens auch weiche Reifen hat. So, und damit ist das Rennen zu Ende. Schade. Schade, wirklich schade, dass wir nicht davon profitieren können, dass jemand ausfällt. Wir müssen wirklich mehr leisten als das. Ja, da geht leider nicht viel. Naja. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass wir chancenlos sind, aber wir sind halt chancenlos. Ist halt so, mein Gott. So, wir gucken mal wieder Boxenstopp technisch. Wir haben 1, 2, 3 Boxenstopps hingelegt. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wir sind alle mit 2 Boxenstopps. Die fahren 31 Runden. Wir haben gerade mal 26 mit den Reifen geschafft. Ja, das ist nichts für uns. So ist es nun mal. Regelbruch kriegen wir nicht. Klar, natürlich, wir haben ja auch nichts zum Regeln brechen. Und ja, da brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten. So ist das nun mal. Ich will hier gar nicht mehr lesen langsam. Ja, cool. Da hat jemand ein... Hat jemand sich ein T-Shirt von uns gekauft. Ist doch schön. Hilft uns natürlich leider nicht weiter, aber ist trotzdem schön. Ein bisschen Fansupport zu haben. Hilft natürlich jedem Team weiter.